Turnbeutel.tv wird präsentiert von Bewegt Leben, der neuen Kampagne der AOK Plus und von der DDV Mediengruppe. Ja, liebe Zuschauer, eine neue Folge von Turnbeutel TV. Heute mit jede Menge Sport aus Dresden und der Region. Wir haben Fußball, wir haben Tennis, wir haben Laufsport und jede Menge Handball. Und da sind wir schon bei den heutigen Gästen. Rico Göde, Cheftrainer beim HCL Florenz. Schön, dass du da bist. Und Tino Meyer, Sportredakteur bei der Sächsischen Zeitung. Rico, was war das für ein Wochenende? 3 Spiele als Trainer beim HCL Florenz, 3 Siege. Das gibt es wahrscheinlich in 48 Stunden kaum nochmal in der hiesigen Handball-Profi-Handballwelt. Sprechen wir zuerst mal über die zweite Bundesliga, über das Schlagschiff beim HCL Florenz. Ihr habt am Freitag gewonnen gegen Aue, am Sonntag in Düsseldorf. 2 ganz wichtige Siege. Er steht wieder über dem Strich. Wie fühlt es sich? Ja, sehr gut an. Erstmal nicht über den Strich unbedingt jetzt, aber erstmal die 2 Siege aus einem enorm wichtigen Wochenende mitgenommen zu haben. Und ja, am Freitag das Spiel, sicherlich das Highlight vor ausverkaufter Halle. Es war sehr schön, sehr intensiv, aber auch sehr schön. Ja, es geht für euch, für die, die es vielleicht nicht wissen, um den Klassenverbleib in der zweiten Liga. Tino, wie schätzt du die Situation beim HCL Florenz an? Eigentlich schätzt du mal, durch das Wochenende jetzt mit den 2 Siegen hat sich die Ausgangssituation doch erheblich verbessert. Er hat sich deutlich verbessert, das muss man klar sagen. Der Trainerwechsel vor knapp 2-3 Wochen, also die Entlassung oder die Trennung von Christian Pöhler und die Beförderung sozusagen von Rico zum Cheftrainer, kam ja überraschend. Aber jetzt speziell nach dem Wochenende, aber auch schon die Woche davor, muss man sagen, offenbar war das genau der Kick, den die Mannschaft, den der ganze Verein noch gebraucht hat. Und dass sie Handball spielen können, das hatte Rico auch in seiner Vorstellungspressekonferenz gesagt. Das wissen alle. Und offenbar hat so dieses Quäntchen gefehlt und das hat Rico jetzt wahrscheinlich freilegen können. An welcher Schraube hast du gedreht? Was hast du mit den Jungs gemacht? Naja, auf jeden Fall habe ich ihnen auch gesagt, dass sie Handball spielen können. Habe ihnen versucht, Sicherheit zu geben, Vertrauen wiederzugeben, aber auch Verantwortung, sie klar an die Verantwortung mehr zu nehmen. Und das, ja, sicherlich habe ich auch eine gewisse Vorstellung von Handball, was Angriff angeht, auch was Abwehr angeht. Und das habe ich den Jungs versucht beizubringen. Es läuft gerade ganz gut, auch im Training. Und am Ende ist das auch so. Im Sport gibt es ab und zu mal so eine Reaktion und dann setzt es viele Kräfte wieder frei. Die 2 Siege am Wochenende, völlig unterschiedliche Spiele. Aue zu Hause, volle Halle, unglaubliche Atmosphäre in der Weißsportarena. Und dann geht es 2 Tage danach nach Düsseldorf, da konnte man die Zuschauer mit Handschlag begrüßen. Ist das schwierig für die Spieler, für euch als Trainer, dann dort die Spannung auch hochzuhalten, wenn man quasi vor 40 Zuschauern spielt? Ja, extrem. Also es war wirklich schwer, weil das am Freitag, da brauchte ich nichts groß sagen eigentlich. Das war ein Derby gegen Aue, enorm wichtiges Spiel für uns, sehr viel Druck für uns. So, und dann fährst du nach Düsseldorf oder nach Neuss und spielst da vor wirklich 40 Leuten vielleicht. Da musst du dir erstmal da wieder einfangen und wieder klar, was hier wichtig ist, weil eins war auch klar, die hat nichts zu verlieren. Und das hätte auch anders ausgehen können, wenn wir das nicht so sehr souverän gelöst hätten. 6 Spieltage gibt es noch für den HCL Florenz. Was macht dich als jemand, der sehr nah dran ist, zuversichtlich, dass es klappt mit dem Klassenerhalt, dass es die Mannschaft, dass es Rico mit der Mannschaft schaffen kann? Na, schon ganz klar, diese neue Leidenschaft, dieser Team-Spirit, der ist, denke ich, sorgt für Optimismus und für Zuversicht. Das Spannende wird jetzt das Heimspiel am Sonntag sein, sich eben nicht auszuruhen auf der Tatsache, dass man jetzt über diesem ominösen Strich steht, der Absteiger und den Klassenerhalt sozusagen entscheidet, sondern dass man weiter das gibt. Ich meine, dieses letzte Wochenende war irgendwie, Rico hat es ja irgendwo angedeutet, ein Stück weit ein Selbstläufer. Man spielt erst gegen Aue, dann gegen den Letzten. Da kann man sich irgendwie schon selbst motivieren. Jetzt geht es gegen Hüttenberg. Das wird schon ein anderes Kaliber. Und jetzt kommt es einfach darauf an, weiter zu punkten. Weil Rico sagt, es gerettet ist noch niemand. Und das wären ganz schwere 6 Spiele. Weil auch in der Liga, das ist eine Floskel, kann jeder jeden schlagen. Und auch scheinbar gesicherte Mannschaften werden bis zuletzt Handball spielen. Und da kann auch alles passieren. Holst du den Rechenschieber raus? Schaust du, wie viele Punkte braucht man noch? Was wird reichen? Nee, überhaupt nicht. Ich habe auch, bin ehrlich, noch gar nicht auf die Tabelle geguckt. Ich habe es nur gestern gehört mit dem Strich. Ja, wir haben halt das selber so, das kleine Motto in der WM gesetzt. Ne? Jetzt haben wir das Auftaktspiel in der WM verloren in Rimpar. Das passiert auch den Besten. Und so, jetzt haben wir noch danach 8 Spiele gehabt und jetzt haben wir 2 Siege eingefahren. Und so werden wir auch weiter verfahren, weil am Ende haben wir es jetzt wieder in unserer eigenen Hand. Wir müssen einfach unsere Spiele gewinnen. Und ich gucke dann gerne mal am 37. oder 38. Spieltag auf die Tabelle und hoffe, dass ich mich dann freuen kann. Ja, die Wochen der Wahrheiten beim HCL Florenz. Es gibt noch ein zweites Team in der Region, die auch zweite Bundesliga spielen, nämlich die Rödertal Bienen, die Damen. Die hatten auch ein Heimspiel am vergangenen Wochenende, nicht ganz so erfolgreich wie ihr, aber wir schauen uns das Ganze mal im Spielbericht an.
Nach einem Auswärtssieg der Rödertalbinen in der Hinrunde begrüßen diese nun die Gäste aus Gedern-Nidda zum vorletzten Heimspiel dieser Saison. Nachdem der HCR den ersten Treffer für sich beanspruchen kann, gehen die Gäste aufgrund von 2 getroffenen 7-Meter-Würfen in Führung. Doch diese hält nicht lange an. Durch starke Konter, schnelles Umschaltspiel und gute Abwehr der Bienen können sich diese einen Vorsprung erspielen. Doch auch das Tor des HSG Gedern-Nidda wird gut gesichert. Dies trägt entscheidend für ein Aufholen der Gäste bei. Gegen Ende der ersten Halbzeit setzten sich die Rödertalbinen noch einmal mit 2 Punkten ab. In die Pause gehen die beiden Teams mit einem Zwischenstand von 13:11 für die Heimmannschaft. Die Gäste starten gut in die zweite Hälfte und können sich an die Rödertalbinen annähern. Über große Teile der zweiten Halbzeit halten die beiden Teams ihre Tordifferenz bei. Erst in der Endphase gehen die Spielerinnen des HSG Gedern-Nidda nach fast 50 Minuten in Führung. Diese lassen sie sich auch nicht mehr nehmen und gewinnen mit 25:28. Rödertal bleibt weiter auf Platz 8 in der Tabelle. Ja, trotz der 25:28 Heimniederlage sollte mit dem Klassenverbleib nichts mehr schiefgehen bei den Rödertalbinen. Tabellenplatz 8 ist gesichertes Mittelfeld. Wir sprechen über den HCL Florenz. Rico, man muss vielleicht wissen, du trainierst momentan in Personalunion. Sowohl das Bundesliga-Team als auch euer Perspektiv-Team, was am Wochenende die Meisterschaft feiern konnte. Ihr seid einen Spieltag vor Schluss sozusagen sicher auf Platz 1. Wie emotional war dieses Spiel für dich? Ja, sehr. Erstmal war es natürlich auch nach dem Aue-Spiel nochmal ein bisschen was anderes. Aber ich habe mich einfach gefreut für meine Jungs nach der harten Saison und dass sie dann, wie du gesagt hast, einen Spieltag vor Ende und das dazu noch in Pirna, was natürlich für uns ein Derby ist, diesen Sieg geholt haben und damit ja, die MAV-Meisterschaft feiern konnten. Ihr habt gefeiert wie die Weltmeister, hatte ich beinahe gesagt. Aufgestiegen seid ihr aber noch nicht. Ihr müsst Relegationsspielen. Wie ist da der Modus in der vierten Liga? Das ist richtig. Wir spielen, also es gibt insgesamt 12 Teams, die um den Aufstieg spielen, aus den vierten Ligen aus ganz Deutschland. Wir spielen erst gegen Niedersachsen, ein Hin- und Rückspiel. Und gewinnen wir das in Summe, sind wir aufgestiegen, rein vom Papier. Verlieren wir das, spielen wir danach noch ein Dreierturnier, wo die ersten beiden Mannschaften aufsteigen. Nun trainiert Rico Goethe momentan 2 Mannschaften. Das geht auf Dauer sicherlich nicht gut. Tino, deine Einschätzung, wo wird er in Zukunft auf der Trainerbank sitzen? Was glaubst du? Ja, das ist eine von vielen offenen Fragen, die sich gerade um den HCL Florenz drehen. Man müsste jetzt Uwe Segeling anrufen, den Präsidenten und Vereinschef. Und wahrscheinlich würde er so genau auch noch keine Antwort wissen, würde es vertrösten auf Saisonende und sagen, lasst uns abwarten, wie die Profis abschneiden. Lasst uns schauen, wie die zweite Mannschaft spielt. Und am Ende müssen wir so oder so Entscheidungen treffen. Da kann man sicher sein, Uwe Segeling wird Entscheidungen treffen. Das beweist die Vergangenheit. Fakt ist, gerade jetzt kümmern sich 4 Trainer um 2 Mannschaften. Das geht auf Dauer nicht gut. Dann wird der HCL Florenz an den Strukturen was tun. Und das weiß Uwe Segeling auch jetzt schon. Also da wird es sicherlich Gespräche geben, könnte ich mir vorstellen. Aus Sicht eines Handball-Experten traust du Rico mittelfristig, langfristig ein Bundesliga-Team jetzt schon zu? Ich meine, er ist 37 Jahre, seit einem Jahr erst Cheftrainer. Na, erstmal ist es nie eine Frage des Alters, sondern immer nur eine Frage von gut oder schlecht. Das gilt für Spieler wahrscheinlich oder denke ich genauso wie für Trainer. Am Ende hängt es von ihm selber ab, ob er sich bereit fühlt. Ich meine, wir können den Blick wagen zu Dynamo Dresden, wo es ähnlich ist, dass man einen verdienten Spieler jetzt zum Cheftrainer gemacht hat, auch schneller als man gedacht hat und als man es vielleicht wollte. Aber manchmal ist die Zeit so und da die Möglichkeiten und da muss man zugreifen oder auch nicht. Also am Ende wird es vielleicht auch am Rico selber hängen, ob er sagt, ich mache das oder ich mache es nicht. Können wir ihn fragen, würdest du zugreifen?
Ach, kann ich so jetzt hier nicht beantworten. Ich denke, es stimmt da vielen zu. Am Ende ist es immer eine Sache von, ob man es gut macht oder schlecht macht. Aber nicht immer auch an Erfolg gemessen. Bei uns in Perspektiven geht es mehr um Entwicklung, um da Leute zu entwickeln. Ich kann es jetzt nicht sagen. Ich kann sagen, dass dieses Gespräch stattfinden wird. Das hat es aber noch nicht. Wie gesagt, erstmal jetzt in den ersten Wochen standen andere Schwerpunkte an, um die Mannschaft wieder auf den Kurs zu kriegen, um Punkte einzufahren. Und jetzt irgendwann, ich habe keinen Stress, werde ich mich mit Uwe zusammensetzen, sicherlich. Ganz in Ruhe. Wir machen einen kleinen Break, was den Handball betrifft. Schauen in die Niederungen des Amateurfußballs. Da haben wir uns nämlich zwei Spieler aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge herausgepickt. Doch schaut selbst. Bereits am Ostermontag empfing die zweite Mannschaft des Heidenauer SV das Team aus Baratal-Berkishübel. Für die Gastgeber ging es dabei darum, den Anschluss an die Aufstiegsplätze nicht zu verlieren. Außerdem war das Spiel auch das Duell der beiden besten Torschützen der Liga. Und einer dieser hatte auch das erste große Highlight des Spiels. Torjäger und Führender der Torschützenliste Alexander Fleischer jagte den Ball aus gut 25 Meter an den Querbalken. David Koch im Kasten der Heidenauer hatte noch die Fingerspitzen am Spielgerät und verhinderte den frühen Rückstand. In der 25. Minute machte es der Gastgeber in Person von Johnny Neumann Nitsche dann besser. Nach einem langen Ball von Schöffler behauptete er gegen Hausschild gekonnt den Ball, drehte sich um seinen Gegenspieler und ließ dann auch David May im Gästetor keine Chance. Kurz nach Wiederanpfiff war es dann der Torjäger der Gäste, Alexander Fleischer, der mit einem sehenswerten Freistoß zum 1:1 ausglich. Zwar machte sich Torhüter David Koch so lang wie möglich, war auch noch am Ball, konnte jedoch den Einschlag nicht verhindern. Fleischer schraubte damit sein Torkonto auf 20 Treffer und bleibt ein heißer Anwärter auf die Torjägerkanone der Oststaffel der Kreisliga B des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Heidenau legte jedoch umgehend wieder vor, denn bereits 5 Minuten nach dem Ausgleichstreffer war es dann der Torjäger der anderen Seite, Nick Oemigen, der sich die Chance nicht entgehen ließ und nach schönem Zuspiel von Mohamed Mohammadi die erneute Führung für die Hausherren erzielte. Zwar aus abseitsverdächtiger Position, ließ sich der Stürmer der Heidenauer jedoch nicht zweimal bitten und netzte eiskalt ein. Wir haben einfach über 90 Minuten viel zu wenig für das Spiel gemacht. Ja, mit ein bisschen Glück, ja, pfeift der Schiri das Abseitstor zum 2:1 und dann nehmen wir hier einen Punkt mit. Damit wäre ich vom Spiel auch zufrieden gewesen. Ja, aber Fußball, wie gesagt, ist halt ein Ergebnissport. Wir hatten besonders in der ersten Halbzeit hatten wir viele Schwierigkeiten. Wir waren vor allem zum Ende raus, hat man es deutlich gesehen, dass wir sehr instabil waren. Es hätte auch zu jeder Zeit des Spiels kippen können. Es war vorher nicht klar, wer das Ding heute macht. Gut, am Ende haben wir es gut runtergespielt, haben dann doch noch zu uns gefunden, zu unserem Spiel gefunden. Aber großes Lob an Baratal auf jeden Fall, eine starke Leistung heute. Und ja, wir sind mega froh, konzentrieren uns jetzt ab Mittwoch. Am 19. Spieltag der Kreisoberliga Sächsische Schweiz-Osterzgebirge kam es zum absoluten Spitzenspiel. Der Spitzenreiter 1. FC Pirna empfing den Tabellenzweiten aus Sebnitz. 2 Punkte trennten beide Teams. Sollte das Titelrennen offen bleiben, mussten die Kunstblumenstädter zwingend punkten. Und von Beginn an entwickelte sich vor immerhin 150 Zuschauern ein munteres Spielchen mit vielen Strafraumszenen. Die Gäste aus Sebnitz kamen zunächst besser ins Spiel und forderten die Pirnaer Abwehr ein ums andere Mal. Nach einem Missverständnis zwischen 2 Pirnaer Spielern besaßen die Gäste sogar die Möglichkeit zum Führungstreffer. Aber Pierre Schiller im Pirnaer Tor rettete in höchster Not. Mit zunehmender Spieldauer kamen die Platzherren besser ins Spiel. Der immer agile Nick Siegemund drang in regelmäßigen Abständen in den gegnerischen Strafraum ein, ohne jedoch Zählbares zu erreichen. Vor allem durch Standards blieben die Gäste aus Sebnitz aber immer gefährlich. Die größte Chance des Spiels ergab sich erst kurz vor dem Seitenwechsel für die Pirnaer. Eine Hereingabe von Daniel Eichstädt verpasste zunächst der bedrängte Tommy Schiebe. Der dahinterlauernde Siegemund konnte den Ball trotz zweier Versuche nicht im Gehäuse der Gäste unterbringen. Mit dem Zwischenstand von 0:0 ging es also in den zweiten Abschnitt. Und nach dem Seitenwechsel hatte keine der beiden Mannschaften den Mut mehr, in die Offensive zu investieren. Zu groß war die Angst vor einer Niederlage. So sahen die Zuschauer eine recht mäßige Begegnung zwischen den Strafräumen. Die Abwehrreihen dominierten auf beiden Seiten, sodass echte Torchancen Mangelware blieben. Zwar versuchten beide Teams immer mal wieder Torchancen herauszuspielen, aber am 16er war meistens Schluss. Die größte Möglichkeit des Spiels hatte der eingewechselte Daniel Matuschek kurz vor Schluss. Diesem versagten jedoch nach einem feinen Doppelpass freistehend vor dem Gästetor die Nerven. Den größten Aufreger des Spiels gab es dann noch in der Nachspielzeit, als ein Sebnitzer Verteidiger eine zu kurz geratene Flanke von Böhme in Volleyballmanier klären wollte
und der Ball dann aber zwischen Hand und Oberkörper pendelte. Allein diese slapstickartige Aktion wäre einem Pfiff des guten Schiedsrichters Köhler wert gewesen, wurde jedoch verwehrt. Pirna steht damit weiterhin 2 Punkte vor dem Verfolger aus Sebnitz. Ja, ein sportliches Highlight am vergangenen Wochenende war ganz sicher der Oberelbe-Marathon. Tino, du hast nicht die Hauptdistanz von Königstein nach Dresden mitgemacht, sondern bist den 10-Kilometer-Lauf mitgelaufen. Das stimmt, ich bin am Blauen Wunder gestartet. Wie sich herausgestellt hat, ziemlich schnell war das auch eine gute Entscheidung, weil es gab ziemlich straff Gegenwind von vorn. Und da lassen sich 10 Kilometer schon mal besser bewältigen als ein Halbmarathon oder ein Marathon. Also deshalb Hut ab vor allen, die da die langen und die ganz langen Distanz auf sich genommen haben. Aber ich denke, es hat sich dann auch gelohnt, weil Oberelbe-Marathon, Landschaftsmarathon, einer der beliebtesten in Deutschland. Also da kommt es ein bisschen auch auf das Drumherum an und nicht unbedingt auf die Zeit. Tino, aus deiner Sicht, was macht den Reiz beim Oberelbe-Marathon aus? Na, ganz klar die Landschaft. Es geht los in Königstein. Irgendwann läuft man über den Pirnaer Marktplatz, ist dann an Schloss Pillnitz vorbei, sieht die Elbschlösser, ist dann am Blauen Wunder, hat noch 7 Kilometer und dann kommt der Mann mit dem Hammer und dann lässt die Landschaft einen aber auch die letzten Kilometer noch überstehen. Aber bei einem kam der Hammer diesmal, glaube ich, nicht, oder? Naja, ich denke, du spielst auf den Sieger an. Marcel Bräutigam hat gewonnen, passend zum 22. Oberelbe-Marathon in 2 Stunden 22 und 52 Sekunden. Das war ein neuer Streckenrekord. Den hat so keiner erwartet. Ich glaube, auch er hat ordentlich gelitten. Aber er ist dieses Jahr auch Deutscher Meister über 50 Kilometer geworden. Also der kann auch einiges wegstecken. Das hat er bewiesen am Sonntag. Rico, wie steht es um deine Lauferfahrungen? Grundsätzlich laufe ich gerne. Und Highlight war sicherlich damals Eröffnung der Rügenbrücke von Stralsund nach Rügen. Da war es ein Halbmarathon, der sehr intensiv war, weil die Überquerung der Rügenbrücke sehr windig war. Aber ich bin angekommen und das auch in einer relativ guten Zeit. Ja, ankommen möchten auch die Tennisdamen vom TC Blau-Weiß Blasewitz, nämlich in der ersten Bundesliga. Zum ersten Mal spielt eine ostdeutsche Damenmannschaft in der Belle Etage. Am 5. Mai ist Auftakt gegen Karlsruhe und wir haben uns mit dem Teammanager getroffen. 3 Fragen an Sven Krosse. Ja, wir haben ja schon Bundesliga-Erfahrung aus der 2. Bundesliga mit den Herren über einige Jahre, mit den Damen, aber die 1. Bundesliga ist dann doch nochmal eins on top und sie müssen natürlich zusätzliche Ressourcen beschaffen, im finanziellen Bereich insbesondere, weil natürlich der Spielerkader einfach stärker ist, als er in der 2. Bundesliga war und stärker sein muss, um dort bestehen zu müssen. Sie müssen an der Infrastruktur ein bisschen arbeiten, sie brauchen Tribünen für die Zuschauer, weil wir natürlich davon ausgehen, dass wir mehr Zuschauer haben werden als in der 2. Bundesliga. Ja, sie müssen natürlich in der Logistik sonst drumherum noch ein bisschen arbeiten. Sie brauchen auf jeden Fall permanente Physiotherapeutin, die dabei ist auch. Brauchen auch ein Ärzteteam, um zu gucken, wie es manchmal ist, wenn da eine kleine Zerrung ist oder sonst was. Sie brauchen üblicherweise bei solchen Veranstaltungen dann auch einen VIP-Bereich, wo sie eben besondere Sponsoren und besondere Gäste dann auch etwas anders noch dort behandeln als den Gänsefüßchen normalen Zuschauer, ja, die natürlich immer so ein bisschen umsorgt werden wollen. Also das ist so insgesamt so ein ganzes Paket, ja, was sie da stemmen müssen mit so einem Orga-Team, was sich dann zusammenfindet, um die ganze Sache dann ins Laufen zu bringen letztendlich. Ja, ich brauche einen Bewachungsdienst, der auch ein bisschen guckt, dass da nicht jeder rumläuft, wie er gerade kann, sondern dass eben das auch gezielt ein bisschen alles gesteuert wird mit den Zuschauern, dass die Zuschauerflüsse gesteuert werden und dergleichen. Also das ist alles so, das sind so viele kleine einzelne Puzzleteilchen, die man da zusammenfügen muss, um so insgesamt dann das alles ordentlich auszurichten, so einen Spieltag zu Hause. Nicht? Das Team macht aus, dass es in der Breite einfach stärker besetzt ist, als es zum Beispiel in der 2. Bundesliga war. Bundesliga-Tennis heißt, sie haben Spielerinnen aus der oberen Kategorie der Weltrangliste, meistens zwischen eben letztendlich meistens Top 50 bis Top 200. Ja. Und die spielen natürlich primär Turniere. Die sind primär auf der WTA-Tour, der Damen-Weltranglisten-Tour unterwegs. Ja. Und spielen die Liga dann je nachdem, wie es gerade reinpasst. Das muss man ganz nüchtern so sehen. Ja, wenn eben eine Spielerin sonntags irgendwo im Finale steht, dann kann die nicht Bundesliga spielen beim Heimspiel. Ja, das heißt, sie brauchen einen sehr breiten Kader, damit sie sehr flexibel aufstellen können. Ja, weil, und das betrifft alle Teams, letztendlich immer erst kurz vor dem Spieltag feststeht, wer auch wirklich spielt.
weil das eben davon abhängt, wie ist die Turnierplanung der Spielerin? Sind die noch in dem Turnier? Sind die schon auf der Anreise in ein nächstes Turnier, weil sie vielleicht dort schon am Wochenende, obwohl das Turnier erst montags anfängt, Quali spielen müssen, weil sie nicht direkt im Hauptfeld sind? Und deswegen braucht man einen sehr breiten Kader. Ja, es nützt also nicht so viel, jetzt da oben 3, 4, 5 super Top-Spielerinnen zu haben, wenn die eben nicht spielen können, weil sie nicht da sind, weil sie meistens in ein Halbfinale kommen. Ja, deswegen breiter Kader. Deswegen haben wir auch 6 Spielerinnen, die allein schon in der ersten 150 stehen. Ja, an der Spitze natürlich mit Andrea Petkovic, ein sehr bekanntes Gesicht des deutschen Tennis, ja, über die letzten Jahre. Und mit Kristina Pliskova, eine zweite Top-100-Spielerin. Ja, und danach eben 4, 5 Spielerinnen, die auch in diesem Bereich noch zwischen 100 und auf jeden Fall 200 sind, um einfach dann immer die Gewähr zu haben, dass jedenfalls 1 oder 2 immer spielen können. Ja. Also der Kontakt kam zustande über das Management von Angelique Kerber, ja, über den Manager dort, zu dem ich einen Kontakt habe. Und wir haben das einfach mal abgefragt, weil wir gesagt haben, wir hätten gerne auch eine deutsche Spitzenspielerin einfach im Kader. Ja, und dann kamen die Dinge so langsam ins Rollen und Andrea Petkovic ist ja ohnehin ein Teamplayer. Die spielt ja sehr gerne auch Mannschaftstennis, neben eben diesem klassischen Einzelsport, der Tennis eigentlich ist, spielt die eben auch sehr gerne Mannschaft. Die spielt ja auch seit Jahren im Fed Cup-Team, hat ja auch im vergangenen Wochenende wieder eine sehr gute Leistung gebracht in dem entscheidenden Match, wo es um den Klassenhalt in der Weltgruppe ging. Und insofern war das eigentlich gar nicht so schwer, sie zu überzeugen, Liga zu spielen, Bundesliga zu spielen, weil sie eben sehr gerne auf Mannschaftssport spielt. Und wir haben da, glaube ich, ein ganz gutes Paket geschnürt. Da spielen natürlich auch die finanziellen Dinge eine Rolle, ist ganz klar. Ja, aber sie fand es, glaube ich, auch sehr spannend. Einfach mal, Dresden ist ja Neuland, ja, in der Bundesliga auch. Und Bundesliga ist ja dominiert so durch klassische alte deutsche Tennisclubs, ja, sei es jetzt eben Karlsruhe-Rüppur oder Waldorf Stuttgart, ja, die eben seit Jahren Bundesliga spielen. Und ich glaube, es hat sie auch einfach gereizt, hier nach Dresden zu kommen, ja, und einfach Dresden kennenzulernen, was sie bislang eben noch nicht kennt, und einfach hier dann auch für Blau-Weiß zu spielen. Rico, wenn bei euch jetzt die Wochen der Wahrheit anstehen, hat man wahrscheinlich wenig Gedanken an die Freizeit. Man hat mir allerdings gesagt, dass du ein leidenschaftlicher Angler bist. Weißt du schon, was im Sommer dich umtreibt? Es wird wie letztes Jahr werden. Ich werde mich mit guten Freunden nach Norwegen absetzen, auf ein kleines Boot, und da bisschen Ruhe genießen und versuchen, so viel wie möglich aus dem Wasser zu holen. Ja. Rico, was war dein bisher dickster Fisch, den du aus dem Wasser gezogen hast? Ja, das war letztes Jahr ein sehr schöner, großer 112er Seelachs, den ich dann nach langem Kampf im Boot hatte. Ja, Angeln muss noch ein bisschen warten. Nächstes Heimspiel, nächstes Wochenende am Sonntag gegen Hüttenberg. Schwere Aufgabe, haben wir schon gesagt, ne? Was muss passieren, damit der HC Edwards gewinnt? Konzentration oben halten, Leidenschaft weiter auf die Platte bringen, so wie die vergangenen Wochen, und halt Hüttenberg auch nicht unterschätzen, obwohl sie vergangenes Wochenende jetzt den Klassenerhalt perfekt gemacht haben. Trotzdem eine gefährliche Mannschaft. Ja, das Heimspiel gegen den TV Hüttenberg am 5. Mai in der Ballsportarena. Ein weiteres Handballereignis sollten sich alle allerdings vormerken. Das findet Ende Mai statt in Klotzsche. Da findet nämlich die 40. Handballfestwoche statt. Ansonsten haben wir noch ein paar Termine für das kommende Wochenende. Da starten die Dresden Monarchs in die German Football League am 4. Mai. Und Tennis, wir hatten es schon erwähnt, erste Bundesliga der Damen, TC Blau-Weiß Blasewitz gegen den Vorjahresvizemeister aus Karlsruhe. Für heute soll es das gewesen sein. Ein Danke an euch in die Runde. 15. Mai, nächste Folge von Turnbeutel TV. Einschalten, unbedingt Pflicht für alle. Turnbeutel.tv wurde präsentiert von Bewegt Leben, der neuen Kampagne der AOK Plus, und von der DDV Mediengruppe.